Alan! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Randall's Monday mit eurem Gabro. Alan! Wir sind hier immer noch in der psychiatrischen Praxis? Psychiaterpraxis? Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das richtig heißt. Auf jeden Fall versuchen wir hier Alan gegen Robert irgendwie auszuspielen. Alan! Ach, jetzt hab ich's gecheckt. Jetzt hab ich das erstmal kapiert. Weil wenn ich das berühre, dann ändert sich die Musik und weil er ja irgendwie auf Musik reagiert. Ah, so, jetzt hab ich's. Robert? Ja? Oh, Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie, mein Name ist Justin oder sowas. Wovon zur Hölle reden Sie? Ist schon gut. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, habe ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie es ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Wie? Naja, wie soll ich sagen? Es ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Psst. Fangen Sie ganz von vorne an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus ermordet wurde? Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Alan. Wieder dieser Alan. Das war's. Wenn der Wichser Krieg will, soll er ihn haben. So gern ich da auch zusehen würde, wir sollten nichts übereilen. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie ein siamesischer Zwilling oder so? Nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Eigentlich nicht. Was genau meinen Sie? Ich meine Alan, verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du ihn nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan! Mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay, was auch immer. Ich muss mal los. Na denn. Ich weiß nicht, ob man den hier irgendwie... Ich werde das Gefühl nicht los... Alan! Ich weiß nicht, ob das was bringt, jetzt noch da zu reden. Da bin ich wieder. Großartig! Alan! Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber... was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Echt? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar. Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Was wirst du dem Doc erzählen? Naja, ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Gut, das will ich auch. Alles klar, bin da mal weg. Folge immer deinem Herz. Alan! Jetzt wäre das natürlich super zu wissen, wo er sein Handy hat, weil dann kann ich nämlich Robert das Alan! Handy zeigen. Einmal nur ganz kurz, ich glaube, das ist ein Bild von Final Fantasy hier im Hintergrund. Ich gehe mal kurz zur Seite. Das ist Alan! Auf jeden Fall Day of the Tentacle, so sieht das sehr stark aus. Und das rechts kann ich leider nicht ganz einsortieren. Alan! Mal gucken, wie lange das Gespräch immer noch mit Robert und Alan hier abgeht, weil, boah, das zieht sich ja hin. Hey. Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Ah, ja, stimmt. Das ist eine tolle Idee. Kann ich mir mein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Oh.
Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heil. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, das? Nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich habe wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ach, guten Tag, menschlicher Abschaum. Ja! Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja, ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß. Mist, ich glaube nicht, dass ich das Telefon bekomme, oder? Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Hallo? Jetzt erzähl doch nicht, dass das... Nein. Nein, das... Das Spiel ist abgeschmiert. Oh nein, nein. Nein. Was die ganze Sache jetzt einfach richtig beschissen macht, ist, dass ich natürlich nicht meinte, nach diesem ellenlangen Gespräch zu speichern. Komme ich dann noch ins Menü? Nein, ich komme auch nicht mehr ins Menü. Das Spiel ist mir abgeschmiert. Oh nein. Naja gut, dann mache ich jetzt kurz hier mal Pause und ich hoffe einfach, dass ich so schnell als möglich wieder hier an der Stelle bin, ohne dass mir das ganze Spiel schon wieder... Ach Gott, ist das ärgerlich. Ich sage dann bis gleich. So, da sind wir dann auch wieder. Ich habe jetzt einfach mal kurz, bevor wir das erste Mal nach dem Telefon fragen, und hier machen wir einfach nochmal weiter. Was für ein schöner Tag, huh? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Seh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf, reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle! Und da sagen die, ich wäre verrückt. Aber mal im Ernst. Ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. So, also wie schon gesagt, ich habe jetzt gerade mal die Gespräche quasi vorgeklickt. Das hat jetzt insgesamt eine Minute gedauert, wobei die letzte Folge insgesamt fast eine halbe Stunde lang ging. Da kann man mal sehen, wie viel kann da eigentlich mir erzählt Telefon wird. Für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Oh, jetzt, wir versuchen mal was. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, danke. Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Hat es denn eine Kamera? Ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Tja. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein Scheiß-Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Das wär's dann mit Plan B. Aber mal im Ernst. Das ist ein toller Tag, oder? Nein, jetzt sag nicht, das ist schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein. Zum Glück habe ich diesmal... Ich kann zwar die Leertaste noch drücken. Total toll, aber mehr geht nicht. Ich hänge hier in diesen... Oh, das ist doch grauenhaft. Was ist denn jetzt los? Hä? Jetzt ist...
Okay, das heißt für mich wieder, das Spiel kurz pausieren und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir dann auch wieder zurück, nachdem wir das Gespräch nochmal probiert hatten. Warum spielt mir das denn die ganze Zeit ab? So, ich versuche jetzt nochmal mit ihm zu reden. Ich habe jetzt schon mal gespeichert. Also. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich mir irgendeinen von denen andrücke jetzt. Bitte, 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 bitte. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ich will dir mal was zeigen. Ich will dir mal was zeigen. Was? Nee, das zeigen? Achso, das hatten wir gerade. Ich trau mich gar nicht drauf zu drücken, bitte. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Ja, Robert, ich will dir beweisen, dass du... Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bilder machen, klar? Okay. Das ist jetzt, glaube ich, hier so ein Trial-and-Error-Ding, ja? Gut, komm. Ich hau erstmal ab. Ich hau erstmal ab und speicher. So, da könnt ihr jetzt mal alle zugucken, weil sonst mache ich das ja hier nie. Speichern. Und weiter. Und nochmal mit ihm reden. Ohne dass das hier... Kann ich mir mal... Haben Sie kein... Ich will dir mal was zeigen. Was? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Ja. So. Naja. Das sollten... Na schön. So, das ist kennen wir auch. Und dann nehmen wir das. Robert, ich will dir beweisen, dass du Alan bist. Hey, genug davon. Aber... Kein Aber. Ich habe diese lächerliche Geschichte satt. Okay, okay. Ganz ruhig. Wieso sagt er denn einfach... Kann ich mir mal... Haben Sie... Ja, komm, wir gehen da... Was? Komm schon. Ich bin... Ja, das... so. Das ist... Na schön. Es ist nur... Dann... Wollt ja nur mal die Funktionen ansehen. Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Echt eine Schande. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakte. Anrufliste, Spiele, Galerie. Moment, schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich? Das macht doch keinen... Stimmt was nicht? Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachteten Aliens-Ordner? Puh, weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber... Was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan, auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, 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 nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren! Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Miss Miller, schicken Sie den nächsten Patienten rein, bitte. Sofort, Dr. Johnson. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran. Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Hauser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Na dann, schicken Sie ihn rein. Dr. Hauser? Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Das ist doch die Stimme hier von Samuel L. Jackson. Ja, ist klar.
Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Also, bevor ich das Gespräch hier weiterführe, hier sehen wir auf jeden Fall Grim Fandango. Das kenne ich jetzt gerade nicht und das ist Quake. Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt, öfter als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also... Verstehe. Na gut. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Mal gucken. Dr. Johnson, Sie wollen mich verführen. Oder etwa, ne? Dr. Johnson, Sie wollen mich verführen. Oder etwa nicht? Ich fürchte nicht, mein Freund. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super. Das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Nein, nicht, dass ich jetzt... ach Mensch, ich würde am liebsten wieder speichern. Ich will doch hier alle... Was haben wir da? Einen zermanschten Schmetterling, einen brennenden Stepptänzer, ein Piratenschiff mit einer Murmeltier-Crew. Ich sehe nichts, ich bin blind. Ah, nein, gucken wir doch mal. Nein, einen zermatschten Schmetterling. Einen zermatschten Schmetterling. Einen zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? So, das sind Hunde. Und die spielen Poker. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ein Zuckerglück, ich sehe die Bundeslade, einen Tintenfleck, das ist eindeutig das Empire State Building. Das ist eindeutig das Empire State Building. Das Empire State? Sir, bitte, können Sie die Scherze mal für einen Augenblick sein lassen? Wenn Sie hier wirklich das Empire State Building sehen, dann nehmen Sie den Test offensichtlich nicht ernst. Oh, und er schreibt mit unsichtbarer Tinte. Sure, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Okay. Ich mach das nochmal. Das ist ein... Das Empire. So, weil jetzt schreibt er nämlich was auf. Kann ich jetzt hier vielleicht was nehmen? Ja, okay. Kann ich hier sonst noch was? Nö, alles klar. Schön, versuchen wir es nochmal. Alles klar, jetzt habe ich hier eine Visitenkarte genommen, weil ich glaube sonst nicht, dass ich dies eher kriege. Kein Zweifel. Aber sehen Sie sonst noch was? Natürlich, sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Verstehe. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Alles zermatschte Schmetterling. Das sieht doch aus hier wie eindeutig wie ein hier, so ein Trooper. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ein Astronaut,
der Waffeln ist. Ein Astronaut, der Waffeln ist. Ja, mit Ahorn. Gut, Ahornsirup. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Boah, wie lange geht denn dieses Gespräch? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem der Psychiater ein Bild hält. Ich sehe einen Affen im Anzug, Pixel, große, fette Pixel. Wie oft im Monat werden sie eigentlich von Tierschützern verklagt, weil sie... Weil ich finde die beide klasse. Was will ich jetzt von dem hören? Das ist gut. Komm, wir nehmen den. Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay, okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich. Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen, Dr. Hauser. Okay, ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache, ich habe echt Spaß. Nun gut. Ja, ich habe da auch echt Spaß dran. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal, der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein, die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Okay, also ich glaube rein... Da gehe ich nicht wieder rein. Ich bin noch nicht verrückt. Kann ich hier noch mit dem reden? Hallo? Ich wüsste nicht, was es da noch zu sagen gäbe. Und um ehrlich zu sein, ich habe etwas Angst, ihn aufzuwecken. Gut. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Dann reden wir mal noch ganz kurz hier mit der Sibylle. Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt. Also entschuldigen Sie mich. Klar. Okay, dann schaue ich nochmal, ob ich kurz die Melodie ein wenig ändern kann. Passe. Damit will ich nicht mehr spielen. Okay, dann gehen wir hier raus aus der psychiatrischen Praxis. Ich denke, wir werden nicht mehr aktuell in die Praxis müssen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden in der nächsten Folge schauen, ob Charlie hier irgendwo bei Charlies Comics einen Tresor hat, den wir knacken können. Bis dahin und ciao.